Hallo und willkommen zu einem neuen Beitrag. Seit nunmehr 45 Jahren existiert der Europapark. In dieser Zeit sind zahlreiche Attraktionen gekommen und manche auch gegangen. Die meisten Attraktionen sind den Besuchern des Parks bekannt, auch diejenigen, die es heute nicht mehr gibt. Aber es gibt auch Attraktionen, an die sich kaum jemand erinnert, deren einstige Existenz nur den wenigsten bekannt ist. Häufig handelt es sich um Attraktionen, die nur sehr kurze Zeit im Park anzutreffen waren. In diesem Video geht es um diese Attraktionen, an die sich vermutlich kaum jemand erinnern kann, beziehungsweise um Attraktionen, von denen die meisten noch nie etwas gehört haben. Als der Park 1975 aufmachte, gab es dort, wo sich heute der deutsche Themenbereich befindet, das elektronische Bärentheater. Es handelte sich um eine automatisch gesteuerte Puppenschau mit Bären in Lebensgröße. Über die Attraktion ist so wenig bekannt, dass der genaue Standort nur noch sehr schwer nachzuvollziehen ist. Bereits im Parkplan von 1976 ist die Attraktion nicht mehr eingezeichnet. Es kursiert allerdings ein Video im Internet, das vermuten lässt, dass das Theater sich dort befand, wo heute die Elfenfahrt anzutreffen ist. Zu sehen ist ein blaues Gebäude mit der Aufschrift »Europas einziges musikalisches Bärenpuppentheater«. Vor dem Gebäude saß eine Figur eines Braunbären. Und um die Aufführung besuchen zu können, musste man dem Anschein nach einen Preis von 1 D-Mark zahlen. Auch an die nächste Attraktion werden sich wohl nur noch die wenigsten erinnern. Es geht um die NASA-Weltraumausstellung. Diese befand sich in der Eurosat-Kugel direkt unterhalb der Achterbahn, dort wo sich heute Madame Freudenreis Curiosité befindet. Auch diese Attraktion gab es nur für sehr kurze Zeit im Park. Bereits Anfang der 90er Jahre musste die Ausstellung für die Dinosaurierbahn Universum der Energie weichen. In einem blauen Raum wurden damals in Glaskästen Modelle von Raumschiffen und Astronautenanzügen gezeigt. Eines der Exponate befand sich später dann im Anstehbereich der Eurosat, nämlich das Modell des Raumschiffes. Die nächste Attraktion wird sicher niemandem bekannt sein, zumal sie auch nie wirklich existiert hat. Dennoch war sie von 1976 bis 1979 im Parkplan eingezeichnet. Es handelt sich um die Dschungelfloßfahrt, die Ende der 1970er Jahre neben der Tiroler Wildwasserbahn hätte gebaut werden sollen. Aus der Skizze in dem Parkplan geht hervor, dass es eine ebenerdige Bahn geworden wäre. In Booten wäre man durch einen Kanal vermutlich an Dschungelszenen vorbeigefahren. Aber 1980 hat man sich dann scheinbar von den Plänen einer Umsetzung verabschiedet. Ab diesem Jahr war die Attraktion dann nicht mehr im Parkplan zu finden und heute befindet sich an der Stelle der skandinavische Themenbereich. Als die Panoramabahn noch Western Express hieß, fuhr der Zug hinter dem Alpenexpress bzw. damals noch Grottenblitz durch eine Höhle, in der Minenarbeiter die Gesteinerbauten gezeigt wurden. Das Ganze war als Silbermine bekannt. Und der Eingang der Mine befand sich ungefähr auf der Höhe der heutigen Zauberwelt der Diamanten. Mit dem Bau des spanischen Themenbereichs Anfang der 1990er Jahre musste die Silbermine dann weichen. Heute befindet sich an der Stelle der spanische Bahnhof. Seit der Park 1975 seine Tore zum ersten Mal öffnete, ist die Dampflokomotive aus dem Kaiserstuhl im Park anzutreffen. Heute steht sie zwischen der Schweizer Bobbahn und dem Eurotower im französischen Themenbereich. Was vermutlich nur wenige wissen, ist, dass sie in den Anfangsjahren noch Waggons besaß. Es handelte sich um rote Personenwagen, mittlerweile sind die Waggons allerdings aus dem Parkbild verschwunden. Auch der Standard der Lokomotive hat sich im Laufe der Zeit geändert. Früher stand sie um ca. 90 Grad gedreht neben der Schweizer Bobbahn. Als dann aber der französische Themenbereich gebaut wurde 1989, musste die Position der Lokomotive entsprechend angepasst werden.